Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende bei meiner neuen Bücherwoche. Der Herbst ist definitiv da. Die letzte Woche war kalt, verregnet, windig und ja, es ist nicht mein Wetter. Aber wir jammern nicht übers Wetter, denn es könnte viel, viel schlimmer sein, wenn wir gerade Richtung ja, Karibik, USA schauen. Ja, auf einen Wirbelsturm wie Irma hätte ich keine Lust und ich glaube, wir können da froh und dankbar sein, dass es bei uns nur typisches Herbstwetter ist. Und das bin ich auch definitiv. Also man muss immer das Positive sehen. Und da ist unser Wetter ja so eine Kleinigkeit dazwischen. Also von daher. Ja, ansonsten war die Woche neben dem Wetter relativ stressfrei. Es war eine Frühschichtwoche. Ich hatte nachmittags also auch so ein bisschen Zeit für mich, für Freunde und natürlich auch fürs Lesen und auch fürs Hörbuch hören. Und es gibt diese Woche auch zwei Filme, die ich gesehen habe. Die Woche begann mit Alice wie Daniel Sisa von Sarah Butler. Ein Buch, das ich jetzt, glaube ich, so ein Dreivierteljahr oder Jahr auf dem Sub habe, das ich mal irgendwo gesehen habe als Empfehlung und es mir, glaube ich, dann gebraucht auch geholt habe und weil mich der Klappentext unglaublich angesprochen hatte und das habe ich am Wochenende gelesen. Dann habe ich angefangen zu hören und das auch die ganze Woche war Aquila, das neueste Buch von Ursula Poznanski. Mir hat ja Erebos sehr, sehr gut gefallen und dann dachte ich, macht man einfach direkt mit ihrem neuen Buch weiter. Hatte mir das Hörbuch auf Audible gehört und habe es die ganze Woche über immer wieder gehört. Dann habe ich tatsächlich schon zu Ende gelesen, obwohl die Leserunde noch bis Mittwoch geht. Ja, ich bin ein böses Mädchen, ich stehe da absolut zu, aber ich konnte es dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr aus der Hand legen. Und zwar Kinder der Nacht von Dan Simmons, ein Buch, das mich wirklich geflasht hat und begeistert hat. Und die Leserunde geht, glaube ich, noch bis Mittwoch. Ich konnte aber heute Nacht nicht mehr anders und musste es dann einfach zu Ende lesen. Ja. Und dann habe ich, Dienstag zusammen mit Thorsten und Erik von den Two-Heads begonnen, Die Insel von Richard Layman zu lesen. Ja, ihr seht richtig, bei mir gibt es einen Layman, der schon länger auf dem Sub liegt tatsächlich. Es gab ja mal auf BookTube so eine Welle, wo alle Layman gelesen haben und ich irgendwie dachte, ich kann damit eigentlich nichts anfangen. Und ich aber dann von einem guten Freund, der auch BookTuber war, den Tipp bekommen habe, das ist so ein Anfänger-Layman, Die Insel. Wenn du damit anfängst, lest den. Und als Thorsten dann sagte, er liest den zusammen mit Erik, habe ich mich einfach mal angeschlossen. Und wir haben, glaube ich, jetzt so knapp 200, 250 Seiten irgend sowas in dem Dreh gelesen. Also ein bisschen was an der Hälfte ran und lesen da auch noch ein paar Tage dran. Und dann habe ich im Kino die Bully-Parade gesehen, gestern Abend, also Freitag. Und ich habe in der Woche Arrival gesehen, ein Film, der, glaube ich, letztes Jahr in den Kinos lief und ich da sehr neugierig drauf war. Es ist Science Fiction und der auf Sky lief und ich den diese Woche dann abends auch mal geguckt hatte. Und dann ist ein Gewinnbuch und ein Gewinn bei mir angekommen, den ich kurz zeigen möchte. Und ich glaube, das ist es soweit. Vorweg sozusagen. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit Alice wie Daniel Sisa von Sarah Butler. Ein Buch, das 2014 im Drömer Verlag erschienen ist. Kostet broschiert 15 Euro, als E-Book 13. Ich habe es, glaube ich, gebraucht, um einiges günstiger schon bekommen. Und hat 320 Seiten und habe ich letztes Wochenende komplett gelesen sozusagen. Hier geht es um den obdachlosen Daniel, der Vater einer Tochter ist, und zwar von Alice. Und er selbst gibt lange, lange Zeit die Hoffnung nicht auf, dass er irgendwann seine Tochter sehen kann, die allerdings glaubt, dass ihr Ziehvater ihr echter Vater ist und dieser stirbt an Krebs. Und sie ist da so ein bisschen runtergezogen, lernt aber dann eben doch ihren Vater, ihren wahren Vater kennen und entdeckt das Familiengeheimnis von ihm und auch von der Familie. Und Daniel, der Vater, hat auch noch eine besondere Begabung, wenn man das so nennen kann, denn er verbindet Buchstaben mit Farben. Und in seiner Erzählung, erzählt er einem auch von den Farben und was sie bedeuten. Und das ist super schön gemacht.
man sieht in der broschierten Ausgabe auch vorne die jeweiligen Farben eben zu den Buchstaben. Also wir haben A ist eisblau, R ist kastanienbraun, Türkis ist ein X und Silber ist zum Beispiel ein O. Und so beschreibt er dann eben auch Dinge, die er sieht mit diesen Farben. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben eine Geschichte, die von beiden erzählt wird im Perspektivwechsel. Und besonders schön fand ich, dass jedes Kapitel, jeder Perspektivwechsel mit einer Liste über 10 Dinge begonnen hat. Also zum Beispiel 10 Dinge, die man liebt, die man hasst, die den eigenen Namen buchstabieren. Ich fand das sehr, sehr neuartig. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Das waren auch Dinge, wo ich dachte, das ist echt sehr cool gewesen. Ich fand aber tatsächlich, dass sie für die Geschichte nicht so wichtig waren. Und man sich dann irgendwann mal fragt, warum diese Listen, wenn sie nicht irgendwie einen Mehrwert haben. Aber es war einfach nice to have und hat mir wirklich sehr, sehr gut in der Geschichte gefallen. Die Geschichte ist eine sehr leise Geschichte. Sie wird sehr tiefgründig erzählt, sie wird sehr langsam erzählt. Nicht langweilig, sondern wirklich mit ganz viel Gefühl und hat natürlich schon die ein oder andere Stelle, wo man sich mal denkt, naja, jetzt könnte auch mal was passieren. Es gibt auch viele Wiederholungen, was ich ein bisschen schade fand, gerade so vor dem Ziel. Hätte ich es etwas konsequenter mir auch gewünscht. Und das ist so, es ist irgendwie eine schöne Geschichte, die sehr, sehr tiefgründig über Menschen geht, Charaktere geht, über Dinge, die das Leben lebenswert und wichtig machen, die auch bei diesen beiden Charakteren eben im Leben sehr wichtig sind, die sich auch so ein bisschen auf einen selbst übertragen lassen und die ist auch sehr bildhaft erzählt. Also man hat wirklich London, in dem die Geschichte spielt, sehr bildhaft vor Augen. Es ist sehr lebendig, auch die Charaktere sind sehr tiefgründig, sie wachsen in der Geschichte sehr gut und man hat so den Eindruck, man verfolgt tatsächlich zwei Menschen. Aber es ist eben für mich persönlich nicht ganz konsequent durchgezogen, weil man eben dieses Tiefgründige manchmal auch zu sehr will und man merkt, dass man es wollte als Leser. Ging mir zumindest so. Und gerade als es dann aufs Ende zuging, ja, da hätte ich mir gewünscht, dass die Autorin das, was sie vorbereitet hat, dann auch durchzieht. Das hat sie zum Ende für mich nicht ganz gemacht. Fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Der Schreibstil war sehr leicht, er war sehr flüssig. Man ist auch sehr schnell durch gewesen, sage ich mal. Also man kommt sehr gut voran in der Geschichte. Es ist teilweise nicht ganz so packend. Wie gesagt, man hat eben so manchmal, wo man denkt, na jetzt mach doch mal weiter. Aber ich wollte das Buch jetzt auch nicht aus der Hand legen. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass man zu den Charakteren wenig Beziehung aufbaut, wenig Bezug, dass man auch wenig Sympathien irgendwie rüberbringen kann, dass das alles sehr neutral bleibt. Und ich hätte tatsächlich so das Gefühl, wäre einem gerade Alice sympathischer und näher rübergekommen, dann wäre die Geschichte vielleicht auch dramatischer und anders geworden, so gefühlt. Aber das weiß man natürlich nicht, was wäre, wenn, ne? Das weiß man nicht und man müsste es ja auch erstmal besser machen, dementsprechend. Ja, es war ein gutes Buch, das mich gut unterhalten hat, das mich mitgenommen hat, aber jetzt nicht überschwänglich begeistert oder tiefgründig verändert, ja, irgendwie zurücklässt. Muss auch nicht der Anspruch an jedes Buch sein. Ich finde, jeder, der so Lebensgeschichten mag, und der eben diese Idee von Daniel mit den Buchstaben und den Farben, wer das tatsächlich mal interessant findet und gerne einfach mal lesen möchte, der kann da auf jeden Fall zugreifen. Aber es ist jetzt nicht eine absolute Empfehlung, auch kein Must-Read. Ich glaube, man hat auch nichts verpasst, wenn man es nicht gelesen hat. Ich bin froh, dass ich das Subbüchlein am Wochenende abgebaut habe. Und auch das Cover, also ist natürlich super schön gemacht, aber ja. Also es war okay, aber es ist jetzt nichts, was man gar vielleicht auch noch rereaden könnte, sollte, müsste. Also von daher, ja, wer möchte, greift zu. Wer nicht, der liest eben nicht, ne? Ganz klar. Ja, dann kam diese Woche eben auch noch ein Hörbuch zum Einsatz, das mich immer dann begleitet hat, wenn ich eben Hörzeit und nicht Lesezeit hatte, also beim Putzen, beim Staubsaugen, beim Bügeln, beim was auch immer, in der Wanne liegen zum Beispiel. Oder eben auch morgens so zum Frühstück und zum Fertigmachen und dann halt abends auch noch so die letzten Minuten entspannend im Bett. Obwohl das bei mir immer gefährlich ist, weil mich ja Hörbücher nicht einschläfern, sondern
sondern ich ja durchs Lesen eher munter werde. Und das muss man dann immer so ein bisschen abwägen. Ja, es ist Aquila von Ursula Ponsnansky. Das ist jetzt auch aktuell im August diesen Jahres im Löwe Verlag erschienen. Kostet als Taschenbuch 17 Euro, als E-Book 13 Euro und gibt es bei Audible eben für einen Gutschein. Hat ca. 430 Seiten und es sind fast 12 Stunden Hörzeit. Und die Sprecherin des Hörbuches ist Laura Meyre, wie auch immer wir sie aussprechen wollen. Und das ist eine sehr bekannte Synchronstimme. Und ich bin ja ein Stimmenfetisch, ne? Also ich, wenn eine Synchronstimme höre, einen Sprecher und den mit irgendeinem anderen Gesicht in Verbindung bringe, dann ja, da muss ich natürlich auch gleich wissen, habe ich recht. Und das irritiert mich zum Beispiel auch bei Serien und Filmen sehr oft, wenn jemand eine bekannte Stimme hat, es aber nicht der bekannte Schauspieler ist. In dem Fall ist es zum Beispiel die Synchronstimme von Ashley Greene, die wir alle von Alice aus Twilight kennen. Sie ist auch die Synchronstimme von Kirsten Dunst und zum Beispiel auch von der Schauspielerin, die Ygritte in Game of Thrones gesprochen hat, die ja dann auch wiederum in Downton Abbey gespielt hat und dementsprechend schließt sich dann sozusagen jetzt der Kreis. Ja, um was geht es in Aquila? Ja, wir haben hier die deutsche Studentin Nike, die lebt in Siena, Italien und dann macht da so ein Auslandssemester und wohnt zusammen mit einer anderen Studentin in einer Wohnung. Eines Morgens wacht sie auf und denkt sich, meine Güte, was war das gestern für ein partyreicher Samstag, hat auch so ein bisschen einen Blackout. Und merkt aber dann, dass es nicht Sonntagmorgen ist, sondern ich glaube Dienstagmorgen und dass ihr eben 2 Tage fehlen. Und sie kann sich nicht an Sonntag und Montag erinnern, sie kann sich auch nicht erinnern, wie sie in die Wohnung kam. Zudem hat sie eine komische Nachricht am Spiegel stehen und sucht auch ihre Mitbewohnerin und findet dann auch ein blutgetränktes T-Shirt im Bad. Und es passieren eben doch recht merkwürdige Dinge jetzt gerade zu Beginn auch der Geschichte, dass sie eben versucht, irgendwas herauszufinden. Ihr Handy ist weg, der Laptop-Akku ist irgendwie weg, sie findet auch keinen Schlüssel, ist sozusagen auch noch in der Wohnung eingeschlossen. Und ja, das alles gibt ihr ganz viele Fragen auf und wir versuchen in der Geschichte dann eben die Fragen zu lösen. Wo ist die Mitbewohnerin? Was ist da passiert? Wer ist hinter ihr her? Und spätestens als dann irgendwann doch mal die Polizei da ist, steckt Nike ein bisschen in Schwierigkeiten. Nach Erebos war ich ja wirklich sehr, sehr euphorisch und begeistert von Ursula Ponsnansky Geschichte und ihr Schreibstil hat mich hier auch wieder begeistert. Das Sprachliche, wie sie Geschichten erzählt, das geht wirklich sehr rasant, ist sehr leicht, ist sehr flüssig, ist sehr modern. Es macht wirklich Spaß, dieser Geschichte vom Sprachstil her zu folgen. Also ich finde, das kann Ursula Ponsnansky wirklich sehr, sehr gut. Allerdings muss ich sagen, hat sie mir hier geschichtlich dafür ein bisschen Merkwürdigkeiten zusammengetragen. Also ich fand die Geschichte schon an manchen Stellen spannend. Ich habe aber an unglaublich vielen Stellen auch mit den Augen gerollt. Und ich fand auch vieles unlogisch. Und also nicht von dem, wie sie etwas auflöst zum Beispiel, sondern wie sich die Menschen in dem Buch verhalten haben. Also wenn wir Nike nehmen, die wacht auf, merkt irgendwann, sie ist eingesperrt, Handy weg und ihr fehlen 2 Tage. Mir persönlich würde da als erstes einfallen, dass ich die Polizei rufe. Als nächstes würde mir einfallen, dass ich vielleicht meine Eltern anrufe, auch wenn die in Deutschland sind und gerade im Urlaub auf Kuba sind. Das wäre mir sowas von egal und ich glaube auch meinen Eltern, ich würde die anrufen. Und wie gesagt, ich würde auch zur Polizei gehen und ich würde ziemlich schnell zur Polizei gehen, weil wenn ich nicht aus meiner Wohnung komme, dann per Zufall irgendein Kumpel oder der Freund der Mitbewohnerin mir aufsperrt. Also dieses blinde Vertrauen, was Nike auch in manche Menschen hat, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und auch als dann endlich mal Polizei Bezug genommen wurde, diese Lügerei vor der Polizei. Also wenn ich schon da sitze und selbst wenn es irgendwie schlecht für mich aussieht, ich weiß nicht, hole ich mir vielleicht zumindest einen Anwalt oder versuche auch meine Angst, die ich habe, auszudrücken. Und vielleicht bin ich tatsächlich im Gefängnis sicherer als in meiner Wohnung, wo mir jemand auflauert. Also es war sehr viel Konstruiertes, sehr viel Merkwürdiges, sehr viel Unlogisches. Und man konnte mit Nike irgendwann nicht mehr mitfühlen, weil man nur dachte, du bist eigentlich an deiner Misere selbst schuld, zu einem gewissen Teil. Also ich dachte mir, Mädel,
wenn du dich so bescheuert behältst, also verhältst, dann sorry, dann ist das jetzt so, wie es ist. Ne? Also das ist, da kann man dann auch kein Mitgefühl entwickeln, was man aber tatsächlich tun müsste, um eben dieses Mitfiebern der Geschichte und dass man der Auflösung entgegenkommt. Die Auflösung selbst wirkt dann ebenfalls ein bisschen konstruiert und ich musste da tatsächlich auch so ein bisschen drüber nachdenken, ob das alles so hätte sein können, also ob die Vorgeschichte zum Ende passt, und fand es dann ein ziemlich gemeines Ende. Nicht im Sinne von für mich als Leser, sondern wie die Geschichte, also welche Beweggründe die Charaktere in der Geschichte hatten für dieses Ende. Das fand ich, ich weiß nicht, ich fand das wirklich nicht so richtig schön, was das sollte. Und ob Menschen, ja, Menschen sind wahrscheinlich tatsächlich, ja, Menschen sind wahrscheinlich möglich, machen solche Dinge möglich, aber ja. Zudem fand ich es sehr schade, dass wir hier ja eigentlich nicht nur die Situation haben, dass Nike etwas durch andere Menschen passiert, sondern dass Nike ja auch noch in einer anderen Stadt ist, in einem anderen Land. Und auch das hätte man viel spannender ausarbeiten können. Das kennt man aus anderen Geschichten, wo eben so eine fremde Stadt auch noch eine Eigendynamik bekommt. Auch das fand ich sehr, sehr schade, dass man das nicht näher beleuchtet hat. Alles in allem war es an manchen Stellen spannend und man ist auch wirklich gut durch die Geschichte durchgekommen und man wollte auch schon oft wissen, wie geht's weiter. Ich habe aber bei diesem Hörbuch auch oft gemerkt, wo meine Gedanken ganz woanders hingegangen sind, und das passiert mir in der Regel bei einem Hörbuch nicht. Also auch wenn ich dabei putze, ja klar, man putzt, das ist aber eine sehr mechanische Tätigkeit, selbst da, ja, aber da habe ich dann auch gemerkt, wo ich dann manchmal darüber nachdachte, der Putzlappen ist blau, ist das jetzt der richtige für die Küche oder war es der fürs Wohnzimmer, was theoretisch noch nicht ganz so schlimm wird, schwierig wäre dann erst, wenn der rote Putzlappen aus dem Bad und der Toilette, wer weiß, wo landet, aber das sind dann so Dinge, wo man denkt, okay, irgendwie hatte das Buch nicht die Spannung, die ich vielleicht auch durch Erebos erwartet hatte, muss aber ein großes Kompliment an die Sprecherin machen, die die Geschichte wirklich sehr spannend, sehr toll und wirklich sprachlich großartig erzählt hat und die, glaube ich, mich auch bei der Stange gehalten hat. Ich glaube, wäre das eine Sprecherin gewesen, die mir nicht so zugesagt hätte, hätte ich vielleicht tatsächlich auch schon viel früher aufgehört mit Hören. So hat mich die Sprecherin wirklich animiert, dran zu bleiben und hat mir eben auch das Einschlafen während der Geschichte nicht möglich gemacht, weil sie wirklich viel rausgerissen hat. Und das kann ich so jetzt natürlich nur sagen, weil ich das Hörbuch auch gehört habe. Vielleicht wäre es beim Buch auch so gewesen, weiß jetzt nicht. Aber das möchte ich einfach sagen, die Sprecherin hat das wirklich großartig gemacht und hat etwas langweiligere, unlogischere Passagen trotzdem erträglich gemacht. Und so ist es ein Buch, das auch okay ist, auch nicht herausragend und es jetzt sozusagen unentschieden bei Poznanski für mich steht und ich sehr gespannt bin, ob mich die nächsten Geschichten von ihr dann wieder mehr packen. Doch dann kam endlich ein Lichtblick in die Bücherwelt dieser Woche. Es kam Dan Simmons und es kam Dan Simmons mit Kinder der Nacht. Das ist ein Buch aus dem Jahr 2007, also 10 Jahre alt, ist bei Heine Verlag erschienen, gibt es als Taschenbuch gebraucht. Ich habe auch meine Ausgabe gebraucht gekauft und als E-Book für 8,99 und hat um die 670 Seiten. Wir haben die Dan Simmons Lesegruppe auf Facebook, ich glaube Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gegründet und haben schon Terror zusammengelesen von Dan Simmons und auch Drood. Und wir haben darin auch schon ein Buch gelesen, Die Entdeckung der Langsamkeit, was ich irgendwie auf Terror, bei den Terrorrecherchen sozusagen, ich entdeckt hatte. Auch das haben wir schon zusammen gelesen. Und vor einigen Wochen haben wir uns dazu entschlossen, Kinder der Nacht zu lesen. Ich packe euch die Lesegruppe mal unten in die Infobox, denn es wird da noch das ein oder andere Buch von Simmons auf jeden Fall gelesen, wer da Lust hat. Und ich war von Terror ja unglaublich begeistert. Es war ein ganz, ganz tolles Buch, das schreibtechnisch einen wirklich in den Bann gezogen hat. Auch diese Mischung aus historisch Belegten mit Fiktion, wie hätte es sein können, gerade in Geschichten, die eben ja nicht wirklich bekannt sind. Und bei Groot war ich ja ein bisschen enttäuscht, weil ich das sehr langatmig fand und mich dieses Buch nicht in den Bann ziehen konnte und es mir auch viel zu düster war. Und doch war ich dann mega gespannt auf Kinder der Nacht, denn hier ist hinten ist eben auch so die Rede von einem Kind, dessen Vater Graf Dracula ist. Und ich war ja lange, lange Zeit ein riesen Vampir-Lese-Fan, bis mich diese ganzen Jugendbücher, wo Vampire bei Tageslicht rausgehen oder gar glitzern, wirklich total abgeturnt haben. Hier ist es ganz anders. Wir haben definitiv
keine klassische Vampirgeschichte. Davon sollten sich alle, die sich abgeschreckt fühlen, schon mal Abstand nehmen, denn das ist dieses Buch überhaupt nicht. Es ist keine Geschichte über den klassischen Vampir, sagen wir es einfach mal so. Also es, ja, das kann man, glaube ich, schon mal so sagen. Aber um was geht es in dem Buch? Gott, ich bin schon total euphorisch, ich sollte das der Reihe nach machen. Ja, und zwar geht es um die Forscherin Kate. Sie ist eine amerikanische Forscherin, die in Rumänien Forschungsarbeiten macht und dort eben sehr grausame, schlimme Kinderheime und Krankenhäuser findet. Und sie das so erschüttert, so prägt. Und sie macht da verschiedenste Untersuchungen, ist da eben auch auf der Suche nach HIV-Viren, AIDS und sonstigen Krankheiten und trifft dort auf einen sehr jungen Jungen, wie alt war er? Ich glaube ein halbes Jahr alt. Und dieser Junge zeigt ein ganz merkwürdiges Blutbild und das findet sie so spannend, dass sie diesen Jungen Joshua, den sie so dann auch nennt, auch adoptiert, was unglaublich aufwendig ist, da viele auch was dagegen haben, dass eben ein Kind überhaupt adoptiert wird, dass da aus den Heimen, also das ist so auch so ein Schwarzmarkt, wo sich Amerikaner eben Kinder holen, dass man so ein bisschen mitbekommt und man ist auch gerade im Umbruch, denn der Staatschef wurde entmachtet und auch geköpft und es herrscht auch so ein bisschen Chaos im Land. Und sie nimmt den Jungen durch eben eine Adoption, was ihr dann auch noch ein Priester möglich macht, eben mit in die USA und forscht dann an ihm und entwickelt aber, und das hat mich doch sehr überrascht, extreme Muttergefühle für ihn und hat dann ihn wirklich als ihren Sohn unglaublich lieb und kümmert sich um ihn und findet aber nach wie vor dieses Blutbild unglaublich spannend, denn Joshuas Körper kann mit Bluttransfusionen sich regenerieren und er hat verschiedene Gendefekte, die darauf irgendwie schließen lassen, dass das irgendwie einen Zusammenhang hat, denn er hat eben diese körperliche Fähigkeit und die soll erforscht werden, denn sie geht davon aus, dass wenn man das vielleicht irgendwie mit einem anderen Virus, eine Art Retrovirus verbindet, dass dann eben so manche Krankheit, die unheilbar ist, dann auch heilen kann. Und neben ihrem Geschichtsstrang haben wir auch einen Geschichtsstrang eines scheinbaren Vampirs, der uns die Geschichte von Träumen, von Blut und Eisen erzählt und wir so eben auch ein bisschen was von der Legende, dem Historischen von Dracula erfahren. Und der das nicht so toll findet, dass sein vermeintlicher Sohn da jetzt in den USA ist. Und mir fehlen tatsächlich die Worte, weil die Geschichte ist so großartig und sie hat mich echt mitgerissen und sie hat mich total eiskalt erwischt. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass mich eine Vampirgeschichte so mitnehmen kann, dass das so bildhaft, also ich bin einfach begeistert. Es ist ein absolutes Highlight, es ist somit, im Grunde wirklich, auch, man kann es auch schon sagen, es ist ein Jahreshighlight. Es ist episch, bildgewaltig, spannend, packend und ich mag diese Mischung aus Historischem und Fiktion. Ich kann es nicht anders sagen, ich finde wirklich, dass das Dan Simmons unglaublich gut macht, dass wir eben hier dieses Historische haben. Es beginnt eben alles mit Vlad Draculae, der ja bekannt wurde als Vlad der Pfähler, den es ja wirklich in der Geschichte um 1400, glaube ich, gegeben hat, von dem ja ausgegangen wird, dass er eben ein Vampir war, dass er im Grunde die Menschen auch denen das Blut genommen hat. Und er zeigt uns, Dan Simmons zeigt uns die Geschichte von dem Grafen Vlad und verbindet die eben mit Dracula. Und erzählt uns hier eben etwas von einem Kreise der Menschen, die eben diesen Retrovirus, wie ihn Joshua in sich trägt, auch haben und die eben Menschen dazu gebrauchen, um ihr Blut zu trinken oder sich diese Transfusion zu geben. Und ich fand das grandios. Ich fand diese Rückblicke in das Vergangene, in diesem Historischen und dann, wie spinnt man diese Geschichte weiter, ohne eine schaurige Bram Stokers Dracula-Geschichte zu lesen, über die sich tatsächlich auch noch lustig gemacht wird. Das fand ich, da war auch noch Humor mit im Spiel. Das war unglaublich, als unser vermeintbarer Vampir hier drin sich dann noch lustig macht, wie Vampire in diesem Film und Büchern so rübergebracht wurden. Fand ich groß. Ich musste da so lachen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein Vampir, wenn es denn Vampire gibt, und das ist ja bei mir tatsächlich noch etwas im Vorstellbaren,
was diese ganzen Fantasy-Wesen angeht, würde ich denken, ich glaube, die fänden das auch sehr befremdlich, wenn da Dracula so umherstäudelt und irgendwie, also so, wenn man noch diese alten Filme kennt. Ja, aber ich weiche total aus und tut mir so leid. Es ist ein sehr, sehr einnehmender Schreibstil. Ich finde, Dan Simmons schafft es, auf den ersten 50, 60 Seiten einen in die Geschichte zu heben. So viel Gräueltaten und Grausames wie am Anfang, da kann man gar nicht weggucken. Das ist wirklich wie ein Unfall. Man muss da dranbleiben, um der Hoffnung, die man hat, dass es doch irgendwo ein Licht gibt. Ja, man will einfach, dass es Licht gibt. Und es war so grausam, es war so schlimm, was in diesen Kinderheimen passiert ist, in den Krankenhäusern, was mit diesen Babys war. Und da das bei Kindern und Tieren ist, ach, da bricht mir wirklich das Herz. Und man weiß eben, dass es so auf der Erde tatsächlich zuging, wenn nicht sogar in manchen Ländern so zugeht. Und das ist eigentlich auch so das Erschreckende. Und es ist sehr einnehmend, es nimmt einen mit, es reißt einen mit, es ist spannend erzählt, es ist durchweg Spannung aufgebaut. Und es ist über viele Strecken für mich eher Thriller gewesen als Grusel oder Horror. Und man merkt einfach auch am Tempo der Erzählung, dass man das sehr erzählreich und temporeich machen wollte. Es ist unglaublich tiefgründig erzählt. Auch die Charaktere sind toll ausgearbeitet. Man versteht ihr Tun, ihr Denken, ihr Handeln. Man ist überrascht, wenn jemand entgegen allem, was man hofft und vermutet, dann doch anders tickt, als man es gedacht hat. Und ich fand das großartig gemacht. Was ich als kleinen Kritikpunkt habe, ist tatsächlich, dass es manchmal sehr medizinisch zuging. Und auch wenn ich mir nach diesen medizinischen Abständen ein bisschen intelligenter vorgekommen bin, fand ich es doch anstrengend nachzuvollziehen, um was geht's eigentlich. Ich hätte mir da immer gewünscht, dass so ein dummer Mensch wie ich in der Geschichte auch wäre, dem sie das sozusagen ein bisschen normaler erklären muss. Das hatten wir manchmal, wenn sie es ihrem Ex-Mann erklärt hat, der auch nicht ganz so medizinisch drauf war. Das fand ich tatsächlich gut. Und es gab da eben auch so Begrifflichkeiten, die ich dann auch mal gegoogelt habe. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Kritikpunkt, der dem ganzen Lesefluss zwar in dem Moment schon einen kleinen Abbruch tut, aber der jetzt mir total unwichtig vorkommt, ob ich es tatsächlich richtig verstanden habe oder nicht. Denn die Geschichte war einfach spannend, mitreißend, sie hat mich begeistert und sie hat mich im Kern erschüttert und berührt und es war einfach großartig. Also ich hätte das nicht erwartet von einer Vampirgeschichte. Natürlich, es ist ja keine klassische Vampirgeschichte. Und ich bin ja eher die auch die erwachseneren Vampirgeschichte, zum Beispiel von Anne Rice, großartig fand. Dieses Buch ist toll und man sollte sich von diesem Vampirgedanken lösen, denn es ist ein unglaublich spannender, grausamer, historisch belegter, hintergründiger Thriller, der einen wirklich total mitreißen kann. Das auf 670 Seiten und gerade ja, die letzten 300 sind bei mir fast so in einem Stück weggelegt. Ich konnte es nicht mehr weglegen. Also ich habe Donnerstag schon gemerkt, Steffi, mit dem heutigen Abschnitt allein bist du nicht glücklich. Und du liest den von Freitag und am Freitag dachte ich dann, oh, heute so gar nicht lesen und habe dann zumindest den von Samstag gelesen. Dann dachte ich, ja, am Sonntag hast du vielleicht nicht so viel Zeit, liest du den und dann war es um mich geschehen und ich konnte nicht aufhören. Es tut mir auch wirklich leid, ich spoilere auf niemanden in der Leserunde. Ich poste meine Beiträge immer an dem Tag, wo sie sind, weil ich ein paar Notizen natürlich trotzdem gemacht habe, aber ja, es ging nicht anders. Es ging einfach nicht anders. Großartig, absolute Empfehlung. Wer düstere Thriller mag, der ist hier wirklich richtig und wird seinen Spaß auf über 600 Seiten haben. Jetzt habe ich total ausgeholt. Jetzt ganz kurz zur Insel noch von Richard Layman. Ein Buch aus dem Jahre 2009. Seine Bücher erscheinen im Heine Hardcore Verlag, ich glaube zum Teil auch im Fester Verlag. Die Insel kostet als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 9 Euro und hat knapp 560 Seiten und wurde mir eben zwei, dreimal schon als Einsteiger-Layman empfohlen. Ja, Richard Layman ist auf BookTube tatsächlich sehr präsent, wie ich finde. Und ich bin aber ja tatsächlich keiner, der groß im Horror liest, der groß irgendwas im Blutigen liest. Und habe da immer Abstand genommen. Und auch wenn ich manchen ja so zuhöre, wie sie darüber berichten, denke ich mir immer, ach, das klingt irgendwie nicht nach einem Genre, nach einem Autor, der für dich ist. Also auch wenn darüber so ein bisschen erzählt wird, wie er schreibt, und ja, da dachte ich immer, okay, musst du dich einfach fernhalten. Doch irgendwann, schon vor 3 Jahren, habe ich jetzt, glaube ich, die Insel auf dem Sub, das wird vielleicht gar nicht reichen. Das könnten 3 Jahre sein.
Dachte ich, irgendwann musst du doch mal lesen. Hab dann aber immer gedacht, ach irgendwie, ich glaube, man muss Lust haben auf Richard Layman. Und dann kam eben Thorsten um die Ecke und hat gesagt, er liest zusammen mit Eric, dessen erster Layman das auch ist, und ob ich mich nicht anschließen mag. Und schwupps, sind wir in einer WhatsApp-Gruppe. Ihr findet sowohl Thorstens Kanal wie auch den von Eric unten in der Infobox. Und habe mich dann natürlich auch mit Layman diese Woche ein bisschen beschäftigt. Das ist ja ein Mann, der 1947 in Chicago geboren ist, und er hat englische Literatur studiert. Und dann hat er als Lehrer, Bibliothekar und Zeitschriftenredakteur gearbeitet, bevor er sich dann dem kompletten Schreiben sozusagen widmete, und hatte auch wirklich, gehört mittlerweile zum bestverkauftesten Spannungsautoren aller Zeiten, was ich faszinierend finde, ist schon 2001 gestorben. Und seit seinem Tod gilt Layman in den USA und Großbritannien als Horror-Kultautor und wird zum Beispiel von Stephen King und auch Dean Koontz hoch geschätzt. Und da dachte ich, jo, wenn man das Foto von Richard Layman sieht, würde man nie drauf kommen, dass er das schreibt, was er schreibt, was ich auch schon ein bisschen creepy finde, weil einem dann bewusst wird, dass in uns allem ja so ein Horror-Grusel-Autor stecken könnte. Ja, wer weiß, was wir so nachts tun. Ja, die Insel. Um was geht's hier im Groben? Ja, wir haben hier eine Yacht mit einigen Menschen, die alle eigentlich irgendwie eine Familie sind, plus Partner. Explodiert vor einer kleinen Insel, und die meisten können sich davon auf die Insel retten, unter anderem Rupert. Ein junger Mann, keine Ahnung, 18, 19, war überhaupt schon so alt, ich weiß es nicht, der auf der Insel beginnt, Tagebuch zu führen, und es eben sehr merkwürdige Dinge auf dieser Insel passieren, denn in der ersten Nacht wird direkt irgendein Mann einer dieser Töchter aufgeschlitzt, Kopf eingeschlagen, an einem Baum aufgehängt gefunden, und es passieren noch einige andere brutale Morde, und unser junger Rupert denkt, während er Tagebuch schreibt, aber sehr oft an Brüste und an Sex. Dinge, an die, zumindest an das Erstere, ich eher nicht so denken würde, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre. Und das ist auch schon so der Kern dieser Geschichte. Es ist bisher, wir haben so noch nicht ganz die Hälfte, es ist ein sehr einfacher, auch sehr flacher Schreibstil. Es gibt innerhalb dieser Tagebucheinträge, von denen wir ja die Geschichte erfahren, sehr viele Dialoge, was sehr drehbuchartig wirkt und ich glaube, was einen auch so bei der Stange hält im wahrsten Sinne. Und man kann es insgesamt auch sehr schnell lesen. Also unsere Leseabschnitt, diese 50 Seiten, die gehen gefühlt rasend schnell und man denkt sich, huch, bin ich schon wieder durch. Es entsteht auch tatsächlich eine gewisse Spannung. Es ist halt auch hier wie bei einem Unfall, dass man irgendwie denkt, man kann nicht wegsehen, man muss einfach mal weiterlesen. Und bisher, muss ich ehrlich sagen, war es mir weder zu blutig, noch zu brutal, noch zu horrormäßig. Es gab einige Lacher, es gab einige Augenrollmomente und ich muss ehrlich sagen, ich komme mir ein bisschen vor wie bei New Adult für Erwachsene mit Blut. Thorsten hat über diese Bemerkung tatsächlich lachen müssen und es ist für mich gefühlt tatsächlich nichts anderes. Durch dieses doch etwas sehr konstruierte, unlogische Denken dieser Charaktere auf dieser Insel, und das ist genau mein Problem, was ich ja auch mit New Adult habe. Ich kann verstehen, dass man das gut findet. Ich finde es tatsächlich auch gar nicht schlecht, weiß aber noch nicht, warum das so viele gerade so feiern. Aber ja, ne, Geschmäcker sind einfach verschieden. Ich kann die Faszination tatsächlich verstehen und ich glaube, wenn man eben einen einfachen Schreibstil gerne liest, dann liest sich das auch weg wie sonst etwas. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den Rest der Geschichte. Wir werden ja die nächsten Tage noch dran lesen und freue mich da auch auf den Austausch. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe manchmal Rupert überhaupt nicht, auch die anderen Inselbewohner. Die kümmern sich nicht wirklich ums Trinken, ums Essen. Es geht da gefühlt ständig nur um Sex. Wer mit wem heiß. Oder rutscht ein T-Shirt hoch, ich sehe Rücken von ihr. Und ich denke mir so, Junge, hast du keine anderen Probleme? Also nein, scheinbar hat er die nicht. Und das ist echt was, wo ich anfangs so dachte, Steffi, hä? Und dann aber, ja, und dann ist er halt so. Ne? Also das ist irgendwann, denkt man, glaube ich, dann auch schon so. Und sehr schön ist halt, dass man sich die Insel tatsächlich auch gut vorstellen kann und so ein bisschen ein Lost-Gefühl entwickelt, aber die Charaktere dann einfach so einfach und vielleicht auch dumm und naiv sind, dass es dann wieder von dieser Serie komplett abweicht. Aber
Ich bin gespannt, wo es hingeht. Es gab noch keinen großen Grusel, Horror, Blutschocker. Von daher bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Ich hatte da Schlimmeres erwartet. Ich dachte ja wirklich, ich lege dieses Buch nach 100 Seiten weg, weil ich es nicht ertrage. Vielleicht ist es tatsächlich ein Anfängerlayman und er kann mich irgendwie doch mitnehmen. Aber ja, wir gucken einfach mal, wie der Rest ist. Bisher war es irgendwie auch okay und glaubt mir, es fällt keinem so schwer, das zu sagen, wie mir selbst, dass ich Richard Layman irgendwie okay finde. Ich dachte ja in meiner vorgedachten Meinung, dass ich ihn ganz schlimm finde und bin jetzt tatsächlich fast enttäuscht, dass es nicht so ist. Ja, bin jetzt mega gespannt, wo mich das noch irgendwie hinführt. Ja, bei all den Büchern hat mich diese Woche auch ein Buchgewinn erreicht. Ich habe bei der lieben Chrissy gewonnen und bin total begeistert davon. Die liebe Chrissy hatte ein Gewinnspiel, ihr Kanal natürlich auch mal unten in der Infobox, wo sie zur aktuellen Circle-Verlosung das Buch als Hardcover und 2 Kinotickets verlost hat. Und ich habe tatsächlich nun das Hardcover gewonnen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Denn mir hat der Circle ja unglaublich gut gefallen. Das war ein Leseklubbuch, ich glaube April, Mai. Und ich mochte diese Art der Science-Fiction-Dystopie im kleinen Rahmen unglaublich gerne, weil gerade die Protagonistin einfach mal ganz anders ist, als man es sonst kennt und auch der Ablauf der Story eine ganz andere Richtung nimmt. Und eine gute Freundin von mir und ich haben schon gesagt, wir wollen ins Kino gehen und sie hat aktuell meine Taschenbuchausgabe und die darf sie jetzt auch behalten, das habe ich ihr auch schon gesagt. Sie hat sich sehr, sehr gefreut, weil sie bis zur Hälfte auch begeistert ist von dem Buch, also sie ist gerade erst bei der Hälfte gewesen. Und bei mir steht nun zu meinem Highlight-Buch der Zeit, im Grunde das Hardcover im Regal, was ich super schön finde, weil mich das Buch wirklich begeistert hat. Zudem habe ich eben auch 2 Freikarten gewonnen und da geht es jetzt nächsten Mittwoch ins Kino. Ich bin mega gespannt. Meine Freundin hat jetzt natürlich Druck. Sie muss ja bis Dienstag fertig sein mit Lesen. Birgit, wenn du das siehst, ich drücke dir alle Daumen. Und wir gehen dann Mittwochabend ins Kino. Freue mich auch wirklich schon so auf die Verfilmung, auch wenn ich nicht der größte Tom Hanks-Fan bin. Als Robert Langdon hat er einfach alles kaputt gemacht, wie ich finde. Aber ich freue mich auf Emma Watson, bin sehr gespannt, wie die Umsetzung ist und freue mich besonders auf, ob sie es geschafft haben, diese Firma der Circus so zu zeigen, wie er im Buch war und bin mega gespannt. Also ich freue mich und ihr werdet, denke ich, in der nächsten Bücherwoche oder vielleicht sogar in einem Extra-Video dann ein bisschen was zu dieser Verfilmung von mir hören. Dann habe ich diese Woche einen Film auf Sky geguckt, Arrival. Das ist ein Film aus 2016, ist ein Science-Fiction-Film mit Amy Adams, Forest Whitaker und Jeremy Renner, doch relativ bekannte Gesichter, wie ich finde. Und ich wollte den tatsächlich letztes Jahr im Kino sehen, habe ihn aber irgendwie, wie es ja mit Kino und mir oft ist, dann irgendwie verpasst. Und wir haben hier einen genialen Science-Fiction-Film, wie ich finde. Die Linguistin, also eine Frau, die sich mit der Sprache beschäftigt. Dr. Louise irgendwas, habe den Namen schon wieder vergessen. Und sie lernen wir kennen über ihre Erinnerungen an ihr Leben zusammen mit ihrer Tochter, die sie als Kind durch den Garten gejagt hat, der sie eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt hat. Und dann eben auch, wie sie an einer sehr seltenen Krankheit stirbt. Und wie sehr sie im Grunde darunter leidet. Und eines Tages tauchen auf unserer Welt 12 Raumschiffe auf, die aussehen wie Muscheln. Und man kann auch Kontakt zu diesen Außerirdischen aufnehmen. Also die sind daran interessiert, mit uns zu sprechen. Und unsere Dr. Louise wird eben im Grunde vom FBI, CIA, ich weiß nicht mehr, an eines dieser Raumschiffe gebracht, denn sie soll versuchen, diese Sprache dieser Außerirdischen irgendwie zu verstehen, ob man die von irgendeiner Sprache ableiten kann oder ob man irgendwie verstehen kann, was sie einem zeigen mit dem, was sie sprechen. Und dort trifft sie auf den Physiker Ian Donnelly, der eben auch die Frage sich überlegen muss, was wollen die hier? Und es ist eine Kurzgeschichtenverfilmung von Ted Chiang. Und zwar hat er ein Kurzgeschichtenband, Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Und das ist direkt auf meiner Wunschliste gelandet. Und eigentlich ist es eben eine Kurzgeschichte, aus der man aber wirklich einen genialen Film gemacht hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Kurzgeschichte ist. Aber die Idee, dass wir hier Außerirdische haben, die mit uns Kontakt aufnehmen wollen, die das auch bereitwillig tun, die von uns hören wollen und die auch wollen, dass wir sie verstehen, fand ich großartig gemacht. Es war zwar keiner Zeit für mich,
irgendwie so Independence Day-mäßig unlogisch, merkwürdig oder sonstiges, sondern es hat sich irgendwie echt angefühlt und es hat sich realistisch angefühlt. Und das hat mich tatsächlich an mancher Stelle tatsächlich erschreckt, wie wichtig auch in diesem Film die Sprache ist und dass Sprache und Reden, Kommunikation einfach sowieso das Wichtigste auf unserer Welt ist. Das merkt man gerade wieder, wenn Menschen nicht miteinander sprechen und da irgendwelche Bomben zünden. Die Musik war unglaublich gut. Sie war sehr atmosphärisch und auch diese ganze Geschichte war atmosphärisch und schon fast episch gefühlt erzählt. Es war unglaublich clever gemacht. Auch das Ende hat mich also wirklich sprachlos zurückgelassen. Ich musste da echt mal drüber nachdenken und dachte mir, what? Und ja, musste da wirklich erstmal so einen Moment innehalten und war dann aber noch begeisterter und er war angenehm langsam. Man hat ja oft bei Science Fiction und gerade bei Außerirdischen immer so eine Schnelligkeit, es muss viel passieren und die werden immer gleich angeschossen und mit Bomben beworfen und gut, bei E.T. war es ein bisschen anders oder Alf, aber und hier hat man wirklich sich Zeit genommen, diese Sprache, diese Kommunikation irgendwie auszuarbeiten und das fand ich toll. Mir hat dieser Film unglaublich gut gefallen. Ich hatte das gar nicht erwartet, dass mich Science Fiction so, also mit Außerirdischen so überraschen kann und mich so begeistern kann. Hätte ich nicht erwartet und war aber tatsächlich froh, dass er auf Sky lief, ich ihn angeguckt habe. Ist für mich auch ein absoluter DVD-Kandidat, denn das ist, glaube ich, ein Film, der auch beim zweiten, dritten Mal schauen noch an Mehrwert gewinnt, weil er einfach auch so ein intelligenter Science-Fiction-Film ist, was ich großartig fand. Ja, Freitagabend war ich im Kino und habe mir die Bully-Parade angeguckt. Ich war vor 20 Jahren ein Riesenfan der Bully-Parade. Ich habe die Sketche um Michael Bully-Herbig, Rick Cavanian und Christian Tramitz gefeiert, geliebt. Ich habe mich in dieser Zeit wirklich absolut scheckig gelacht. Und ich war unglaublich traurig, als sie vor 15 Jahren oder so dann abgesetzt wurde. Ich gucke auch heute noch gerne immer mal, wenn ich sie sehe, die Wiederholungen. Und so einzelne Sketche kann man sich ja auf YouTube zum Beispiel auch angucken. Und ich liebe auch Der Schuh des Manitou. Ein grandioser Film, wie ich fand. Diese Idee, dass wenn eben die Indianer in Deutschland gelebt hätten und dann eben in Südamerika waren und das Südamerikanische in Deutschland ist ja Bayern und dann eben Winnetou alias Bully Herbig Servus sagt und Bayerisch spricht, das war einfach ein Brüller. Und ich fand das, ich bin ein riesen Winnetou-Fan und mag eigentlich ja keine Filme, die sich über was lustig machen, aber den fand ich tatsächlich gut, weil eben der Humor von Bully ein ganz spezieller ist, den man entweder mag oder nicht. Und der aber in keinster Weise irgendwie dumm oder abwertend ist, wie ich finde. Und spätestens bei Traumschiff Surprise, das ist für mich ein absoluter Lieblingsfilm und den fand ich großartig. Nachdem ich ja mit Star Wars und Raumschiff Enterprise nicht viel anfangen konnte und es für mich sozusagen auch keine Schändung des Originals ist. Ich liebe diesen Film, ich finde das so geil und ich liebe die vielen Anspielungen darin und großartig. Und wenn man dann noch von der Sissi und dem wilden irgendwas, dieser Zeichentrick, also animierten Film, einfach geil. Ich bin da absoluter Fan. Mit Vicky konnte ich da nicht so viel anfangen, aber okay. Habe mich jetzt unglaublich gefreut, dass Bully etwas Neues macht und es ist ja schon über ein Jahr her, glaube ich, wo die Ankündigung kam und dass sich diese drei eben wieder einfinden und eine Geschichte erzählen und es ja in diesem Film werden eben Sketche genommen und darüber wird eine Geschichte erzählt und man springt in der Zeit, um dann eben die verschiedenen Sketche sozusagen zu einer großen Geschichte zu machen. Das klingt jetzt, glaube ich, verwirrter, als es ist. Es hat tatsächlich irgendwie Sinn gemacht. Und ja, der Beginn war schon grandios, als zwei Brüder aus Zwickau, die man auch aus der Bully-Parade kennt, eben versuchen, den Mauerfall aufzuhalten und damit David Hasselhoff eben nicht singt. Da habe ich mich tatsächlich schrecklich gelacht. Das war unglaublich gut. Das war tatsächlich auch so ziemlich das einzige Mal, wo ich herzhaft gelacht habe. Denn der Film ist tatsächlich ein bisschen platt. Und ich weiß nicht, ob sich mein Humor verändert hat oder wahrscheinlich. Oder auch der Humor so ein bisschen von den dreien. Ich fand es tatsächlich streckenweise überhaupt nicht komisch. Ich fand es sehr lieblos sogar gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, dass die drei so ein bisschen ihre Dynamik verloren haben. Denn viel bei den dreien ging ja auch über Mimik
Und man hat in den Sketchen oft gesehen, dass sie sich selbst nicht so ernst nehmen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, auch sie sind erwachsen geworden, auch sie sind ein bisschen ernst geworden. Und ich fand ihn tatsächlich gar nicht so richtig gut. Es tut mir unglaublich leid, dass so etwas zu sagen, was ich 20 Jahre liebe und unglaublich gerne geguckt habe. Aber die Sketche von vor 20 Jahren sind nach wie vor lustig. Die neuen eher nicht so. Sehr cool waren hier die Gastrollen, die man ja auch schon aus dem echten Bully-Parade sozusagen kannte. Also es waren auch hochrangige Schauspieler dabei, die ja auch schon für den ein oder anderen Lacher gesorgt haben. Es war irgendwie unterhaltend. Ich hatte mich irgendwie auf so ein Retro-Feeling gefreut, das leider nicht so bei mir angekommen ist. Aber ja, auch meine Begleitungen waren nicht so angetan. Ich fand auch so grundsätzlich das Kino. Es war jetzt nicht so, dass alle vor extremen Lachanfällen umgefallen werden oder so. Also es war schon eher ein verhaltenes Kinoverhalten. Aber hat das Sinn gemacht? Ja, ich glaube schon. Ja, also jetzt nicht unbedingt den Film, den man unbedingt im Kino sehen muss. Aber ja, wer die lustig findet und fand, ich denke, der kann da einfach mal ins Kino gehen oder warten, bis er dann im TV ausgestrahlt wird oder auf DVD oder was auch immer und oder auf irgend so ein Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer und da einfach mal reingucken. Es ist fast ein bisschen schade, so eine Legende so ein bisschen scheitern zu sehen, aber also für mich, ne? Also es ist ja nur mein Gefühl und ja, aber die Cocktails danach waren dann auf jeden Fall lecker. Ja, die haben dann entschädigt. Wir haben dann mehr gelacht als vorher. Ja, das war's soweit zu meiner Woche. Es gab diese Woche auch noch eine Candle Dream Lieferung. Ich habe einiges an Yankee Candle Tarts erhalten und werde euch da auf jeden Fall noch einen Haul diese Woche hochladen. Ich denke auch, dass es meinen Büchermonat diesen Monat mal wieder gibt. Ich habe da etwas ganz anderes gemacht. Bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Freut euch da mal auf den Dienstag. Ich habe jetzt einige Monate ausgesetzt, aber ich dachte mir irgendwie, was das. Ja, und ich hatte da irgendwie so eine Idee und hoffe, dass sie euch so gut gefällt wie mir. Bin da sehr gespannt und wünsche euch jetzt erstmal noch ein schönes Wochenende. Danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.